schon wieder voll hier, Mann. Ja, bitte nochmal. Gut, da es eh voll ist, ne? Ach komm, was soll's. Da ist es dann natürlich nicht voll, ne? Oh, die Hitbox von den kleinen Dingern, die ist echt albern. Kann ich hier vielleicht so? Ah, komm. So, so, so geht das hier. So, genau so und nicht anders. So. Upsa, ja, natürlich nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich frustriert bin? Ich glaube ja, ne? Apropos frustriert, ich wurde heute Morgen ganz toll geweckt von meinem Nachbarn. Um Punkt 7 Uhr hat er beschlossen, eine Wand einzureißen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ach, Mann, 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 Mann. Hier, egal. So, Baumfarm ist weg. Jetzt ist die Sache, ganz wichtig, wir müssen hier, bevor wir irgendwas anderes machen, einmal kurz... So. Müssen wir mal gucken. Hier ist natürlich jetzt irgendwie Zeug. Das kriegen wir, glaube ich, auch nicht so wirklich weg, ne? Hier kann man... So. Weil wir ja hier diesen Platz so ein bisschen brauchen, einmal, um hier bequem im Haus längs laufen zu können und weil hier da hinten natürlich auch ein Schuppen und sowas sein soll. Oh, da ist gerade einer reingefallen. Dass er gleich alles mit wegreißt, so. Machen die erstmal vor, dass da nichts weiter reinfällt. Ah, hier ist nicht so schlimm, wahrscheinlich. Genau, hier kann weg. So. Hier, das kann doch eigentlich auch weg. Oder? Nee, es kann nicht weg. Ist mir egal, ist mir egal. So. Das nehmen wir mit und diesen Mäsekram nehmen wir mit. So, dann machen wir nämlich hier dann zu. Und dann müssen wir uns eine andere Lösung ausdenken, wie wir darüber kommen. Ich will das oben ordentlich haben. Das ist fertig aus. Das muss hier schön aussehen und dann soll das schön sein und dann sind alle zufrieden und glücklich. Das heißt, wir machen jetzt hier die Decke drauf, so. Und auf die Decke, dann machen wir dann hier schön so zu. Hier, wie gesagt, ist nicht schlimm. Hier steht nachher dann was davor. Aber der Rest, den machen wir auf. Den machen wir auch auf hier. So. Hier irgendwie einmal quer durch, so hier vielleicht, hier, so, hier und hier. So. Jetzt bin ich wahrscheinlich eh gleich wieder voll, das heißt, ich tue mal schon mal ein bisschen was weg. Ich habe keinen Platz mehr, okay. Jetzt ist alles voll irgendwie mit Zeug. Und dann ist die Schaufel natürlich durch, so, ist nicht schlimm, dann haben wir zumindest einen Slot mehr frei. So. Und in irgendeiner relativ frühen Folge habe ich das, was ich hier gerade mache, sogar schon mal erwähnt. Warum ist denn hier das Licht so komisch? Ne? Also jeder, der sagt, das sieht scheiße aus, hat nicht aufgepasst. Weil das sollte schon immer so aussehen. Ja, hier die Ecke, da müssen wir mal gucken... machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr frei. Kann eigentlich hier nochmal so ein bisschen reingehen. Dass es hier genauso abschließt. So.
So ist doch fein. Jetzt muss man gucken, haben wir noch einen Slot frei? Ja, wir haben noch einen Slot frei. Das heißt, wir machen hier auch nochmal eben kurz das weg. Ja, weißt du Bescheid. So. Machen wir hier das auch noch weg. Machen wir hier noch weg. Und dann machen wir hier die Reihe noch weg. Ein bisschen Kohle noch einstecken. Und dann werden wir... Oh, 69. Nice. Und dann werden wir hier mal ein bisschen was los. So. Kann man gleich nämlich hier wieder schön zumachen. Soll ja alles schön dann nachher mit Gras bewachsen sein. Und dann ziehen wir dann da irgendwie noch einen Weg dann irgendwie durch. Und dann wird das alles ganz toll. Hier genauso. Dann kann man nämlich hier auch die Wand ein bisschen länger ziehen noch, dass es so eine kleine Abgrenzung zu dem Wald gibt. Und wir haben hier jetzt vor allem vor unseren Pflanzkübeln Platz rumzulaufen, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, dass man hier jetzt noch durchgucken kann. Wie gesagt, da kommen ja eh die Glowglass, nee, nicht Glowglass, hier die Glowstone-Dinger rein. Oder Mieselampen, ne? Mieselampen. So, schon wieder am Verhungern hier. Ja, die ganze Zeit am Bauen. Dann ist natürlich klar. So. Dann haben wir hier nämlich schön zu. Hier müssen wir mal gucken. Hier können wir doch eigentlich auch irgendwie ein bisschen schöner irgendwie um die Ecke gehen. Guck mal hier, wir gehen mal hier so ein bisschen. So. So. Allerliebst. Und wir werden ein bisschen Erde los. Da, man kann reinbauen, sehr gut. Das ging auch irgendwann mal nicht, ne? Dass man da nicht reinbauen konnte. Da lachen sogar die Hühner. Ah, Mann, sehr gut. Man kann überall reinbauen. Einwandfrei. So. So. Och, komm, ganz ehrlich. So. So. Und dann ist das gut, ne? Dann stellen wir da noch einen Baum irgendwo hin und dann sieht das aus, als wenn es gewollt wäre. Und hier auch noch zumachen und dann müssen wir halt warten, bis gewachsen ist. Und dann eben Weg noch irgendwie am Rand. Und die Baumfarm, die steht hier ja auch noch irgendwo rum dann gleich, ne? Die kommt ja hier oben. Ach, sehr schön. Dann kann man hier vielleicht sogar noch ein Stückchen wegnehmen. Es soll ja so ein bisschen irgendwie, ja, hier so auf diesem, wie auf diesem Absatz stehen, da hinten, dann geht es dann eben runter zum Wald. Na, da sitzt ja hier mindestens ein Tiefer. Hier, ne, und dann geht das da dann eben ein Stückchen runter. Hier ist der Wald halt ein bisschen hochgewachsen, das ist ja auch okay. Dann kann man hier einen Setzling nehmen und den kann man dann ja irgendwo... Den können wir ja einfach irgendwo hinpflanzen hier. Das ist ja, zack, das ist ja egal. So, dann haben wir das. Dann sammeln wir mal ein bisschen ein. Die guten Kartoffeln hier, zack, zack. Oh, habe ich die gegessen? Nein, das mal schmeckt. So, und dann ist das gut. Und dann haben wir hier nämlich schön einmal zu. Und dann machen wir nämlich hier... Ja, wie gesagt, also zack, 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 zack. Da kommt die Erde rein. Und wenn ich jetzt die richtig rum Ecktreppen hätte, dann wären da eben auch noch die Ecktreppen rum. Hier genauso. Und dann kommt da Erde rein. Und auf dem Boden, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir es tatsächlich doch beleuchtet, dass wir die Slabs, na, wo haben wir sie hier? Ich würde sie nicht hier hinlegen, weil dann hast du dasselbe Problem wie drüben auch, ne? Du bist halt relativ nah an den Bäumen dran. Und das ist immer ein bisschen blöd.
Aber wenn man sie hier halt eben als Boden legt und als Slab darunter ist Luft, das heißt, also da kommt auch Licht durch, dann kann man nämlich den Boden auch wieder beleuchten. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Das bedeutet, weil hier unter drunter will ich natürlich keine Luft haben. Das heißt, hier wird dann jetzt die ganze Erde, die wir gerade irgendwie abgeholt haben, irgendwo, die wird jetzt hier wieder eingefüllt. Will nur vorher einmal die Fackeln ersetzen, dass wir die auf jeden Fall schon mal das richtige Material dann da haben für die Bäume zum Wachsen. So. Da oben ist die Axt. Wollte gerade sagen, wo ist die Axt hin? So, dann haben wir nämlich hier auch Platz. Und dann kommt hier oben rum. So. Die Oberseite, die bauen wir zuerst. Und den Rest, den bauen wir dann, wenn es soweit ist. Jo, gut, dann. Kommt man da hingesprungen? Uppala! Ne, machen wir von hier drauf. Du-du-du-du-dum. Zack. Zack. Ne, fast. Ah, das ist, wenn man da dann zu nah dran steht, dann geht das nicht, ne? So. Und so. Ich will zumindest einmal außen rum. Was mache ich denn da? Von hier unten, ne? Von hier unten kommen wir einfach so. Zack, zack, zack. Da ist die Fackel. Zumindest schon mal ein Gefühl für die Größe bekommen. Zack. 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 So. Na, machen wir hier auch noch drunter. So. Mir fällt gerade was ein. Also der Zaun muss hier hin, ne? Hier ist der Bodenweg. Dass man drum rumlaufen kann. Und der gute Zaun, der kommt hier hin. Nehmen wir doch gleich mal das richtige Zeug und dann ist natürlich alles voll im Inventar. Gut. Der connectet sich nicht, aber ich will hier zwischendrin auch noch was haben. Das heißt, wir müssen hier noch einen rausgehen. So. Da kommen wir leider nicht drum rum. Das heißt, da hinten, da wird es dann einfach ein breiter. Das ist aber ja nicht weiter tragisch. Sieht aus wie so eine komische Treppe hier, ne? Kann ich hier vielleicht so irgendwas machen? Ja. Ich bin schon wieder voll. Meine Güte, das ist toll. So. Joa, guck hier so. Dann ist hier nämlich so ein bisschen Platz. Man, die Mobs, die können in meinen Test eh nicht springen. Also zumindest nicht hier über so Abgründe auf den Zaun drauf und dann rüber.
Von daher, das passt soweit. Da passt das auch soweit. Und hier oben, da gucken wir mal, wie weit wir dann hier rauskommen. So. Dann ist hier Bodenplatte und hier ist Zaun. Und so, machen wir uns das doch mal einfacher. So. Da ist Bodenplatte und da ist Zaun. Wir gehen bis hier raus und wir gehen bis da raus. Ne? Doch ganz schön weit, ne? Also hier wäre quasi... Wir machen die eins kürzer. Das ist vielleicht doch ein bisschen viel. So weit wollte ich da nur auch nicht rausgehen unbedingt. Das heißt, da ist Bodenplatte, da ist Zaun. So. Treppe, Bodenplatte, Zaun. Ne, war doch richtig. Ups, bis hier. Ist besser, ne? Ist besser. Das ist besser so. So, da es jetzt eh gerade Nacht ist, gucke ich mal, dass ich kurz mal das Inventar ein bisschen leer mache. Was habe ich denn eigentlich alles? Das ist bunt gemischt, ne? Ich habe das ganze Mesezeug. Wir tun alles mal hier irgendwie in die Kiste. So. Alles erstmal in die Kiste und dann nehmen wir uns gleich raus, was wir brauchen. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das Essen brauchen wir. Mein Eimer brauche ich. Die Fackel brauche ich. Die Hacke nehme ich auch mal mit hier. Hier ist sogar noch ein Miese. Nehme ich auch mal mit. Holz brauche ich auch. Passt. Das passt soweit. Das passt soweit. Hier müsste inzwischen auch alles gebrannt sein jetzt. Ja, dann kann man nämlich hier noch wunderbar. Mache eine Hacke. Beziehungsweise, nö, ich tue es einfach erstmal weg. Ich tue es einfach erstmal in die Kiste. So, 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 passt schon. Da darf sich das System drum kümmern. So. Dann machen wir hier nämlich eben mal einmal schön neu. Gut, so. Ha, diese Erleichterung. Und jetzt brauchen wir Erde. Weil wir ja den Sockel bauen. Wir müssen ja wieder auffüllen. Upsi. So ist doch fein. So ist doch fein. Da kann man doch mit arbeiten, oder? Es kommt ja eh noch eine Verkleidung drumrum. Also wir machen jetzt hier erstmal zu. Und füllen erstmal das untere auf. Endlich mal ein bisschen Zeug loswerden. Ich glaube, drüben im Herrenhaus haben wir auch noch eine Kiste voller Erde. Sonst nehmen wir einen Cobblestone für den Rest, das ist egal. Aber dann haben wir zumindest erstmal alles schön zu. So, jetzt ist natürlich hier ein Loch irgendwie, wo der Baum stand. Das heißt, wir pflanzen da einfach einen neuen Baum rein. Oder auch nicht. Lass uns erstmal auf. Scheißegal. Also dann können wir jetzt hier den Cobblestone mitnehmen. So.
Gut, damit haben wir die Umrandung von der Baumform auf jeden Fall schon mal klar. Jetzt gucken wir mal, dass wir überall die Erdstecker schon mal reinsetzen. So, 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 so. 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 Und. Upa. So. Und hier natürlich auch. So. Wie war das? 1, 2, 3 Baum. Da, da. Hier. Ah, passt. 3 und hier. 2, 3 und hier. 1, 2, 3 und hier. Na, so. Gut. Dann haben wir das. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Okay. Können nämlich dazwischen auf jeden Fall auffüllen. Hier hinten sowieso. Na, wir gucken mal. Ich lasse es hier erstmal nochmal offen. Da schauen wir mal immer nochmal nach. Und dann machen wir hier auf jeden Fall überall schon mal rein. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Weil der Rand, der wird vom Design her, oder dass es übersteht, wird ein kleines bisschen anders gebaut, dann gleich als ja, der normale Rand. Der normale Rand, da ist dann einfach Zaun, dann ist es gut. Aber der andere, da gucken wir gleich mal. Da machen wir ein bisschen mit Holz und so und dann mit Steinen vielleicht sogar noch und dann ist das dann auch gut. Upsa. So. Das heißt, eigentlich können wir tatsächlich schon mal austauschen, weil wo auf jeden Fall Holz kommt, das ist die, das sind die Ecken hier. Also da kommt dann eben einmal Holz. Und da, wo es runter geht, wo es freistehend ist, wir machen das mal so, da kommt auch Holz hin. Und an den Rändern, da kommt dann dieses berühmte Kreuz rein. So. Da tricksen wir natürlich immer so ein bisschen. So, wollen wir das gute Holz nicht verschwenden. So, und außen ist Holz. Holz, 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 Holz. Das lege ich gleich irgendwann mal. Hier ist auch Holz. Das ist dann so die Außenkante. Und hier zwischen, da kommt, wie gesagt, Erde rein. So. Zack. Zack. Läuft eben noch da, läuft noch da hinten. Da müssen wir mal gucken, ob ich die hier freistehen lasse oder ob ich das dann gleich so ein bisschen noch zubaue. Und hier auf die Kante kommt Holz. Ne, nicht auf die Kante. Ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Weil wir haben ja hier zack, zack und hier ist die Kante. Ja, dann erübrigt sich die Frage, dann ist es hier eh zu, also von daher kommt dann hier auch hier oben Holz drauf. Und hier kommt Holz hin, oder? Hier kommt Holz hin. Ja. Ausgezeichnet. Und damit das hier nicht so komisch aussieht, machen wir hier ein bisschen weg. Wie, als wenn es gewollt wäre. Boah, wir lassen das so. So. Habe ich natürlich alles... Oh, alles weggeschmissen. Gut, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal klar. Dann kommt hier nämlich auch zu. Und, damit wir einen vernünftigen Übergang haben, zwischen ist offen und ist zu,
Machen wir das so, dass hier nämlich an den Grenzen, wo es zugeht, kommt auch nochmal ein Stück Holz nach oben. Und ab hier kommt dann eben Stein. Hier oben ist ein Holz. Holz, 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 hier unten Stein, 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 Holz, 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 Holz. Ne, wir machen das ein bisschen auf. Wir machen das ein bisschen auf. Dass da nicht irgendwie, ja, nur einer dazwischen ist, das sieht ein bisschen komisch aus. So. Genau. Sieht die Kuh genauso, also von daher, was die Kuh sagt, machen wir. So. Bis hier. Und hier ist dann... die Trennung. Hier ist die Trennung. So. Zack. Zack. Sind dann auch trotzdem nur drei, aber dann ist das ein bisschen schöner. Gut. So sieht's auch aus, wie es aussehen soll. Und ab hier ist dann... genau, Kuh, danke. Ab hier ist dann zu. Hier muss auch noch ein Holz rein, da wir hier den Stein davor haben. Und hier passt soweit, da passt soweit. Okay, gut. Das läuft doch soweit erstmal ganz gut. Jetzt ist dann nämlich auch klar, wo wir überall zubauen können und müssen. Oh, hier können wir zumachen. Ups. Und hier können wir auch zumachen. Also bis hier ist zu. So. Und hier hinten, ja, hier ist dann sowieso zu. Genau. Hier ist zu. Und dann machen wir jetzt mal eben. Ja. Dann wissen wir nämlich tatsächlich, wo wir endlich dann auffüllen können. Die... doch, nee, ist richtig. Weil hier ist ja zu. So, wir werden unsere ganze Erde endlich los. Das ist doch super. So, ich mache hier erstmal noch wieder auf. Und dann füllen wir nämlich jetzt erstmal auf bis hier auf die Höhe. Dass wir dann wissen, upsa, dass wir dann wissen, wo das Bodendesign gebaut werden muss, auf welcher Höhe. Nämlich auf dieser hier. Juhu, wir kriegen wieder Erde. Das hatte ich doch gerade erst irgendwie alles zugebaut, oder? Mann, 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 Mann. Zu. Und, hier machen wir auch zu. Und hier machen wir auch zu. Ja, so, oder? Kann man, glaube ich, so anbieten. Genau, hier wäre auch noch. Dass dann schon eine richtige Trennung drin ist. Zack, einen davor. Weil Trennung und so.
Hier laufen ja die Holzstücke aneinander. Die Holzballen. Balken, sag ich. Die Holzstämme. Nur die laufen so aneinander. Das heißt, da muss dann auf jeden Fall irgendwie das Kreuz rein.